Ja, willkommen heute zu einem Thema in meiner Gerüchteküche, das ich bei meinen letzten zwei Ausgaben von Was war los auf meiner Farm in Famaramma und sonstiges im Gerüchteteil auch schon mal ganz kurz erwähnt habe, und zwar allerdings noch keine Bilder dazu. Und zwar zu welchem Thema denn? Heute geht es um das neue Famaramma Forum, das Fragezeichen kommen wird. Nein, das kommen wird. Also da ist kein Fragezeichen mehr darüber. Und zwar der einfache Grund, wieso kein Fragezeichen mehr. Das liegt einfach daran, dass die ganzen Big Point Spiele eben ein neues Forum bekommen. Famarama ist ein Spiel. Das trifft es recht spät, muss man sagen. Also die meisten oder viele haben bereits eben dieses neue Forum. Da können wir mal kurz angucken, wie das denn bei den anderen Spielen so aussieht. Also schauen wir einfach mal rein. So sieht es in Fantasy Realm aus, und das sieht eben bei den ganzen anderen Big Point Spielen dann eben auch komplett gleich aus. Ja, so haben wir es hier. Zentrale Hilfe, Benutzerspiel, Benutzer, Ecke zum Umbau. Okay, man muss immer vorher dann mal die Sprache auswählen, in dem Fall hier German und so weiter und so fort. Archiv. Oder auch bei Skyrama hier. Und so wird es eben in Famarama dann auch komplett aufgebaut sein. Es ist nur das Problem, und da komme ich jetzt gleich am Ende dazu, was ich denn dazu finde, zu diesem neuen Forum, aber gleich mal gesagt, man übersieht gleich mal ein paar Sachen. Also, das ist gleich mal übersehen. Beim aktuellen eben, ich finde es das schöner aufgelistet, meiner Meinung nach, gebe ich gleich meinen Senf dazu. Also, jetzt habt ihr mal einen ersten Eindruck davon eben gewonnen. So sieht das Forum von Famarama aktuell noch aus. Als kleiner Vergleich, wie es denn aussehen wird. Und wie gesagt, gesehen, das Famarama Forum wird auch ziemlich gleich aussehen, eben wie die ganzen anderen. Es ist eben komplett eben vom gleichen System aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, so sieht es dann eben hier in etwa aus. Man kann es nicht top erkennen, aber man kann sich eben denken, wie das hier den Ganzen dann eben hier aussehen wird. Hier auch noch ein Bild, ein bisschen vergrößert daraus. Eben komplett das Gleiche. Und wenn ich da ganz kurz auch meinen Senf dazugeben darf zu den Ganzen, muss ich ehrlich und offen sagen, ich finde, das neue Forum ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht so übersichtlich ist wie das alte Forum, meiner Meinung nach. Klar, mit der Zeit, viele Sachen waren eben gewöhnungsbedürftig. In 2 Wochen, einen Monat später, in 2 Monaten später, ja, hast du dich richtig dran gewöhnt, ist es auch kein Ding mehr. Aber am Anfang die Umstellung, wenn man oft im Forum ist, ist dann doch sehr, sehr zäh, und ich befürchte auch, da wird es dann wieder einen kurzen Aufschrei geben. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass es dann einen Aufschrei gibt. Also die Famarama-Community ist eine kritische, das muss man auch so sagen. Aber es ist auch Kritik auf sehr hohem Niveau, muss man auch dazu sagen. Aber naja, mal abwarten, wie es das dann ist. Also, so sieht's denn aus, was sagt ihr denn dazu? Vielleicht spielt ihr auch andere Big Point Spiele und habt euch schon mit dem neuen Forum herumschlagen müssen oder auch nicht, oder vielleicht findet ihr es ja ganz, ganz toll. Lasst es mich doch wissen. Das Forum soll dann Ende Februar wohl in Famarama eingespielt werden. Das neue Famarama Forum Ende Februar diesen Jahres. Also lange dauert's auch nicht mehr. Gut. Ja, dann war's das mit diesem Video dazu. Ich bin gespannt, wann's kommt. Und wie es ankommt bei den Spielern. Gut, ciao.